Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop jubiliert. Das Signet hier hinter mir ist Ihnen sicher langsam geläufig. Es heisst nichts anderes, als dass Sie Coop noch bis Ende Jahr jede Woche mit ausgesuchten und besonders günstigen Jubiläumsangeboten wird verwöhnen. Immer aktuell ist das Jubiläumsmarkenspiel und heute haben wir wieder ein Ziehgesetz. Marco Mat ist schon voll im Schwung. Und wir sind gespannt, wo er hinecht wird stehen bleiben, auf welchem Markenartikel. Ein paar Augenblick wissen wir es. Dreht sich langsam ein Rad und bleibt stehen auf Litten Time. Litten Time wäre also die Lösung. Und der Sammy Klaus persönlich hat heute Post sortiert. Die Gewinner sind hier drinnen. Guten Abend, Sammy Klaus. Freut mich, dass du da bist. Und er zieht jetzt auch Gewinner oder Gewinnerin. Hoffentlich zieht er nicht den Herr Schmutz, das würde uns niemand glauben. Nein, Sammy Klaus ist immer gerecht, oder? Wunderbar. Und die 1000 Franken gehen an die Hilde Egli an der Spierstrasse 17 in Rüti. Sammy Klaus und ich gratulieren ganz herzlich. Auch bei uns gibt es Familien, die nicht unbedingt mit Hauptgewinn überschüttet werden. Und darum hat Coop von mehr als 40 Jahren ein Hilfswerk gegründet, das sich für Bergbauern und für ihre Familie einsetzt. Die Coop-Patenschaft hilft zusammen mit vielen Mitgliedern und Spendern bei Sanierungen von Hof und Stau, bei Erschliessungen, bei Unwetterkatastrophen und natürlich auch bei Neubauten, wie hier im Fall der Familie Reichen, wo wir beim Zügeln ihres neuen Heim angetroffen haben. Bis jetzt hat die siebenköpfige Familie Sommer und Winter auf engstem Raum in diesem baufälligen und verwitterten Häuschen ohne jeden Komfort gelebt. Und man kann sich natürlich die Erleichterung über das Ende von dem nicht mehr länger zumutbaren Zustand und die Freude über das zeitgemäße Wohnen, und mit Hilfe der Coop-Patenschaft erst ermöglicht worden ist, gut vorstellen. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können ebenfalls Mitglied der Coop-Patenschaft werden, und zwar mit der Beitrittserklärung, die Sie diese Woche in der Coop-Zeitung herausschneiden und einschicken können. Ja, und damit ist es Zeit für das Coop-Rezept. Grüezi miteinander. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit einem Kuchen Ihre Gäste nicht nur verwöhnen können, sondern vielleicht sogar ein bisschen neidisch machen. Ich habe eine Füllung vorbereitet, unter anderem aus gemahlenen Haselnüssen, Zucker, Sultanine und einem geraffelten Apfel. Dann habe ich einen Hefeteig gemacht, habe ihn aufgehen und rechteckig ausgewalzt. Der wird jetzt mit dieser Füllung bestrichen. Dabei sollte man darauf achten, dass rundum ein Zentimeter frei bleibt. Von der Längsseite her satt einrollen und dann in etwa 4 cm dicke Stückchen schneiden. Die Springform damit möglichst dicht füllen. In kalten Ofen schieben, auf 180 Grad einstellen und dann 40 Minuten backen. Wenn es soweit ist, wird der Rosenkuchen mit einer Glasur aus Puderzucker und Orangensaft bestrichen und vor dem Servieren ausgekühlt gelassen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ein ganz spezielles Kochbuch vorstellen. Die 100 besten Rezepte aus dem Coop Mittwochstudio. Sie können es jetzt zum einmalig günstigen Preis in jedem Coop-Laden als weitere Jubiläumsleistung kaufen. Es hat, solange es hat. Der tolle Radiorekorder offeriert einen Coop für nur 59 Franken. 500 Gramm Jakobs Kaffee Medaille d'Or kostet jetzt nur 5,70. Coop Quick Schäufeli Kilo für nur 21,50. Und 500 Gramm Brüsseler Chicorée aus Belgien für nur 1,60. Und das ist das Coop-Jubiläumsangebot. 3 Pakete Uncle Ben's Reis für nur 6,80 und 2 Kilo spanische Clementine für nur 2,50. Wir sind am Schluss für heute, und falls der Sammy Klaus Mohnbiene vorbeikommt, hier noch ein Tipp. Alles, was für einen gut gefüllten Sack braucht, findet er wie immer in einer grossen Auswahl bei Coop.